Verkehrsmeldungen nonstop. Ein Digitalradioservice des Bayerischen Rundfunks. Es folgen Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuz Weinsberg und Heilbronn, Neckarsulm liegen Gegenstände auf der linken Spur. Vorsicht auf der A81 Würzburg Richtung Heilbronn zwischen Neuenstadt, Kocher und Tunnelhölzern Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Das waren die uns vorliegenden Gefahrenmeldungen. Fernstraßenmeldungen. A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Markt Heidenfeld und Rohrbrunn eine Dauerbaustelle bis zum 20. Oktober. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg Heidingsfeld und Randersacker blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg, Kist und Würzburg, Randersacker 4 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen der Raststätte Spessart und Markt Heidenfeld eine Dauerbaustelle bis zum 20. Oktober. Die Fahrbahnbreite ist auf 4,25 Meter begrenzt. A70 Bayreuth Richtung Schweinfurt zwischen Scheslitz und Kreuz Bamberg ist an einer Dauerbaustelle bis zum 12. Oktober nur eine Spur frei. A7 Ulm, Würzburg in beiden Richtungen im Firngrundtunnel ist die Fahrbahn immer nachts jeweils auf einen Fahrstreifen verengt. Grund sind Wartungsarbeiten bis zum 31. Oktober. Auf der A73 Nürnberg Richtung Bamberg ist die Einfahrt Forchheim Süd wegen einer Baustelle bis zum 18. November gesperrt. A81 Heilbronn Richtung Würzburg zwischen Ahorn und Tauberbischofsheim wird bis Ende November die Fahrbahn erneuert. Bitte achten Sie auf die Beschilderung. A8 München Richtung Stuttgart am Kreuz München-München West ist die Überleitung zur A99 Richtung Lindau bis Montag früh 5 Uhr gesperrt. A8 München Richtung Stuttgart am Kreuz München West ist die Überleitung zur A99 Richtung Salzburg bis Montag früh um 5 Uhr gesperrt. A9 Nürnberg Richtung München in Höhe Schwabing Behinderungen nach einem Unfall. A9 Berlin Richtung München zwischen Kreuz Nürnberg Ost und Raststätte Nürnberg, feucht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. A9 Berlin Richtung Nürnberg zwischen Hoffest und Münchberg Nord Behinderungen nach einem Unfall, Standspur blockiert. A93 Regensburg Richtung Holledau zwischen Prüfening und Regensburg Kumpfmühl eine Baustelle. Der Verkehr wird bis morgen Nachmittag den Standstreifen geleitet. Auf der A96 Lindau Richtung München ist die Einfahrt Lindau wegen Bauarbeiten bis zum 25. November gesperrt. A99 Westumfahrung München Richtung Nürnberg am Kreuz München West ist die Überleitung zur A8 Richtung Stuttgart wegen Bauarbeiten bis Montag früh 5 Uhr gesperrt. Die B26 Schweinfurt, Aschaffenburg ist in beiden Richtungen zwischen Rechtenbach und Rotenbruch wegen Bauarbeiten bis zum 13. Oktober gesperrt. Neue Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf dem mittleren Ring, zwischen der Landshuter Allee und dem Petuel-Tunnel läuft ein älterer Mann auf der Fahrbahn. Das waren die neu hinzugekommenen Gefahrenmeldungen. Die B26 Schweinfurt, Aschaffenburg ist in beiden Richtungen zwischen Rotenbuch und der Kreuzung Siebenwege wegen Bauarbeiten bis zum 10. November gesperrt. Neue Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf dem mittleren Ring, zwischen der Landshuter Allee und dem Petuel-Tunnel läuft ein älterer Mann auf der Fahrbahn. Das waren die neu hinzugekommenen Gefahrenmeldungen. Die B299 am Berg Richtung Grafenwöhr ist zwischen Freiung und Kaltenbrunn wegen Bergungsarbeiten gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Neue Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf dem mittleren Ring, zwischen der Landshuter Allee und dem Petuel-Tunnel läuft ein älterer Mann auf der Fahrbahn. Das waren die neu hinzugekommenen Gefahrenmeldungen. Die B308 ist zwischen Hinterlang und Oberloch den ganzen Tag wegen einer Veranstaltung, Oldtimer-Rallye, gesperrt. Die B471H, Garching ist in beiden Richtungen in Höhe Aschheim, Ismaning wegen Bauarbeiten bis Dezember gesperrt. Es gibt eine Umleitung.
Grenzübergänge. Service Österreich. Am 27. Oktober werden in einem Pilotprojekt bei Kufstein Nord die Lkw gezählt. Ziel ist es, die Staus in Innsbruck abzubauen und den Transit durch Tirol insgesamt unattraktiver zu machen. Bei 250 Laster pro Stunde ist eine Kapazitätsgrenze erreicht, weshalb dann die Geschwindigkeit der Lkw verlangsamt oder einzelne Lkw sogar ganz angehalten werden. Es kann in Richtung Süden speziell auf der Inntalautobahn A93 und bis zur A8 zurückreichend zu erheblichen Behinderungen und Staus kommen. Weitere Meldungen. Im Allgäu ist die Kreisstraße zwischen Obermeiselstein und Grasgehren für den Viehabtrieb gesperrt. Traffic News. Verkehrsmeldungen nonstop. Ein Digitalradioservice des Bayerischen Rundfunks.